Herzlich willkommen und einen schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute haben wir was ganz Besonderes für Sie gemacht. Wir haben mal ein richtiges Muttertags-Überraschungspaket gestrickt. Mit drei tollen Geschichten. Viel Spaß! Hallo Mama! Hallo Mami! Hallo Mutti! Ich wünsche dir alles Gute zum Muttertag und bis bald! Danke, dass du mich bei allem unterstützt, was ich tue. Und danke, dass du mir hilfst, die Frau zu werden, die ich irgendwann mal sein möchte. Ich hab dich lieb. Frau Ciesewski war eine von 5 Gewinnerinnen, die letztes Jahr beim Bild der Frau Award gewonnen haben, weil sie großartige Dinge leisten. Sie kümmert sich um Orang-Utans und setzt sich ein für den Erhalt des Regenwaldes. Und wir haben mit ihr mal gesprochen, haben einen ganz spannenden Bericht für Sie. Gucken Sie mal. Zum ersten Mal habe ich Orang-Utans im Zoo gesehen. Das geht uns wahrscheinlich allen so. Und dann hatte ich aber das große Glück, nach Indonesien fahren zu können und habe dort Orang-Utans in Freiheit erlebt. Eine Mutter mit ihrem Kind. Und ich war unglaublich fasziniert. Es war ein sehr berührendes Erlebnis, die Orang-Utans in so inniglicher Beziehung beobachten zu können. Ich werde das nie vergessen. Ich habe in Indonesien nicht nur glückliche Orang-Utans gesehen, sondern leider auch erleben müssen, wie der Regenwald zerstört wird und die Tiere dadurch bedroht werden. Im Jahr 2007 habe ich dann mit Mitarbeitern unseres Max-Planck-Institutes und mit Pflegern des Zoos Leipzig einen Verein gegründet, Orang-Utans in Not, und der Name ist Programm. Es gibt uns jetzt also schon 10 Jahre und es geht uns gut. Größten Freude überreiche ich dir. Es ist mir eine Ehre, dieses goldene Bild der Frau. Der Verein Orang-Utans in Not setzt sich ein für, wie der Name schon sagt, Orang-Utans in Not. Aber dafür verfolgen wir ein ganzheitliches Konzept. Das heißt, wir kümmern uns auch um die Menschen, die von der Regenwaldabholzung betroffen sind, die ja die Orang-Utans mit dem Aussterben bedroht. Also wir bieten auch für Menschen die Möglichkeit, alternative Anbaumethoden, eine alternative Einnahmequelle zu haben, damit der Regenwald geschützt wird und die Orang-Utans überleben können. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der AIDA Cruises, speziell beim Präsidenten der AIDA Cruises, Felix Eichhorn, der es möglich gemacht hat, dass alle 5 diesjährigen Preisträgerinnen der Goldenen Bild der Frau zusätzlich zum Preisgeld noch einmal 10.000 Euro für ihren Verein bekommen. Vielen Dank. Dankeschön. Wir werden Medikamente kaufen, medizinische Ausrüstung. Und, darüber freuen wir uns besonders, Kuscheltiere für die kleinsten Bewohner der Auffangstation. Vielen Dank. Wenn man von den Orang-Utans hört, dann denkt man im ersten Moment, ja, das ist ja so weit weg, was können wir in Europa da schon tun? Aber es ist eigentlich ganz einfach, denn durch unser Konsumverhalten bestimmen wir, wie viel Palmöl ist ja der Hauptgrund für die Regenwaldzerstörung der Orang-Utans, wie viel Palmöl hier verwendet wird, wie viel Palmöl produziert wird. Also immer, wenn wir einkaufen gehen und auf Palmöl verzichten, können wir einen Beitrag dazu leisten, dass es den Orang-Utans besser geht, dass sie in Freiheit überleben. Man kann aber auch Petitionen unterschreiben, bestehende Vereine unterstützen. Und das geht übers Internet ganz gut, zum Beispiel heutzutage. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, sich heute mit anderen zu vernetzen. Jeder Einzelne von uns kann etwas dafür tun, die Orang-Utans zu retten. Und gemeinsam können wir etwas bewegen. Alles Gute zum Muttertag, Mami! Der Gruß geht an die Eifel für die beste Mutter der Welt. Na, ich weiß nicht, ob das stimmt. Meine Mama sitzt in Nordbaden und auch der wünsche ich alles Gute zum Muttertag. Das Tollste an unseren Reisen ist ja, wenn man Ausflüge bucht und ganz neue Welten kennenlernt. Ich zum Beispiel letztes Jahr war auf Barbados, habe ich das T-Shirt mitgebracht. Immer wenn ich es anziehe, muss ich wieder dran denken. Wunderbarer Ausflug, den wir da gemacht haben. Und jetzt nehme ich Sie mit in den Orient, nach Maskat. Gucken Sie mal. Wir schauen uns heute die große Moschee an. Danach geht es noch zum Al-Alam-Palast und den Zug haben wir auch noch dabei. Diese Bäume, was sehen wir? Diese grünen Bäume, kommt aus Indien, das heißt Neem. Gibt es viele, viele Vorteile von diesem Baum. Das größte Vorteil ist, das braucht nicht viel Wasser, um zu wachsen. Deswegen im ganzen Oman, überall werden Sie diese Bäume hier finden. Es gibt ja diese Boden, das ist auf Marmor gebaut. Aber das ist künstlicher Marmor, kein echter Marmor. Dieser Marmor hat einen Vorteil, dass dieser Marmor geht nicht heiß, egal wie hoch die Temperatur ist.
Wir sind in Männergebetshalle. Es gibt hier Platz für etwa 6000 Männer. Und dieser Teppich ist ein Stück Teppich, wiegt etwa 21 Tonnen. Das ist der zweite größte Teppich der Welt. Dieser Kronleuchter wiegt 8 Tonnen und völlig vergoldet. Die Wand ist aus Marmor gebaut. Marmor, das heißt Carrara-Marmor, kommt aus Italien. Die interessanteste waren tatsächlich diese Wahnsinns-Kronleuchter, diese große Kuppel, diese vielen filigranen Dinge aber auch in den Säulenarg eingearbeitet. Und jetzt geht es weiter zum Zug. Also habe ich in dieser Form noch nicht erlebt. Man weiß gar nicht, was man nehmen soll. Wir alle von AIDA wünschen Ihnen einen ganz, ganz, ganz tollen Muttertag. Und wir haben natürlich einen klitzekleinen Muttertag-Spezialbericht. Viel Spaß! Soll ich euch mal sagen, warum wir wirklich den Muttertag feiern? Ja. Weil das so ein ganz besonderer Tag im Jahr ist, wo wir einfach mal zur Mama Danke sagen wollen. Dass die Mama gesund bleibt und viele Freunde hat und dass sie in ihrem Leben hat. Deine Freunde habe ich zuletzt im Hamburger Stadtpark gesehen, letztes Jahr war es. 4000 Kinder außer Rand und Band gesprungen, mitgesungen, es war großartig. Und jetzt sind sie wieder auf AIDA. Gucken Sie mal. Tschüss! Pauli, am Anfang sagt man Hallo. Hallo! Liebe Kreuzfahrer, wir haben gute Nachrichten für euch. Nein! Doch! Die coolste Kinderband der Welt wird sich erneut an Bord der AIDA. Und dann? Dann werden wir ein Konzert spielen. Für Kinder, Eltern, Großeltern und alle anderen. Tschüss. Nein, doch. Hallo. Mega chaotisch hier. Das ist typisch für uns. Diese drei Typen fahren vom 20. bis zum 27. Mai mit der AIDA Bella. Und es wird ein großer Spaß. Und wenn Sie mehr wissen wollen über uns, unsere Reisen, dann gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de. Und wenn Sie die Verlockung der Woche kennenlernen wollen, dann bleiben Sie dran. Wir starten in Hamburg und fahren als erstes nach Kirkwall. Danach geht es nach Reykjavik, Ísafjörður und Akureyri auf Island. Der nördlichste Punkt unserer Reise ist Spitzbergen. Und wir fahren weiter nach Honningsvåg zum Nordkap. Die nächsten Häfen sind Hammerfest und Tromsø. Wir besuchen noch Leknes auf den Lofoten, fahren weiter nach Bergen und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Hamburg. Und zum Schluss für alle Mütter was ganz Besonderes. Ein tolles Lied von Sarah Connor und die schönsten Bilder der Woche. Ich wünsche Ihnen noch einen tollen Muttertag und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Weißt du denn gar nicht, wie schön du bist?
Ich sehe dein Stolz und deine Wut, dein großes Herz, dein Löwenmut. Ich liebe deine Art zu gehen und deine Art, mich anzusehen. Wie du deinen Kopf zur Seite legst, immer sehe ich, wie es mir geht. Du weißt, wo immer wir auch sind, doch ich dein Zuhause bin. Und was das mit mir macht, wenn du jetzt lachst. Seh ich all deine Farben und deine Narben hinter den Mauern. Ja, ich seh dich, lass dir nicht sagen, dein lass dir nicht sagen. Weißt du denn gar nicht, wie schön du bist? Wie schön.